der kommt mit. Warum auch immer. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Wünsch dir was, okay. Was wünsche ich mir denn? Pizza. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Okay. Der große Löffel darf ich nicht mitnehmen. Spüle, Handtücher, Speiseplan. Wollen wir da mal gucken? Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch dir und hier okay. Aber noch ist. Ich darf da nicht, okay, schade. Dann, da haben wir Zeugs mit. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Was? Sachen gibt's? Warum auch nicht? Spüle benutzen. Bringt nichts. Gut. Speisesaal. Senf und Ketchup nehmen wir mit. Ist gebongt. Ausgang, Aushang. Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Ah, okay, hier sind wir. Gut. Mehr ist auch nicht, ne? Nee. Das sieht verdächtig interessant aus. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Das sieht nämlich so aus wie Marcells Reich. Was haben wir denn hier so? Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der große Deuter Jung. Ein hässlicher Mann, ja. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Okay. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich die Anmeldung denn her? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja doch. Pah, wer braucht die schon? Vor allen Dingen, hier kommen die ganz Kaputten hin. Vor allen Dingen Poki selber. Nun, ich möchte nicht wissen, wie er bei der Entwicklung des Spiels gelitten hat. So. Dann gehen wir mal hier raus. Ja, würde ich sagen. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich bin nur zu Besuch. Ich bin doch der Neue. Ich bin gar nicht hier. Nee, ich nicht da. Du hast mich nie gesehen. Schon weg. Ich bin doch der Neue. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Oh oh. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen?
Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Na toll. Das habe ich wohl vermasselt. Tja. Plot-Twist. Edna hat's vermasselt. Dann haben wir Doppelbecher, Regal, Sofa. Fang den Frosch. Selber? Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Naja, sie weiß immerhin, woran sie ist. So, der Droggelbecher, mit dem quatschen wir vielleicht gleich. Komm ich hier durch? Oh ja. Stuff only. Löffel. Plakat. Tür. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Wenn da, Sie ist bis zur Tür gekommen, aber jetzt hat sie ein Problem. Meinst du dich, Edna? Was zum Teufel? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Kontrolleur, Wäschelift, Fahrgast. Hi. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Guten Tag. Kann ich den mitnehmen? Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Na gut. Wo gibt es denn hier noch was zu holen? Der Bienenmann. Dann gehen wir mal hier hinten durch. Da hängt ein Schlüssel. Generalschlüssel. Oh. Wo ist Sim? Das wird ja immer verrückter. Klapsmühle und verrückter, yay. Oh, Becher. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Vorsicht, Frank, auf einem Becher? Hä? Okay. Leer. Geld haben wir auch nicht, ne? Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Wir haben Besitzecke, da kommen wir her. Schacht, Münzen, Stuhl, Aschenbecher. Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Mist. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ja, versuchen kann man es ja mal. Nein, der sieht so aus, als hätten schon 1000 Studenten darauf gekotzt. Dann wäre da aber ein Riesenberg drauf. Nun. Und er ist der Barmann. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Naja, geht so. Löffel. Ist eigentlich eher eine Schaufel, aber... Das soll ein Löffel sein? Kann ich den haben? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Na gut, sagen wir mal Hallo. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink.
Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay. Er wirkt äußerst deprimiert. Ja, moin. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Der arme Kerl. Wer heißt denn heute noch Peter? Oje. Ich hoffe, mein Schwiegervater sieht das niemals. Der heißt nämlich auch Peter. Ich finde den Namen gar nicht so schlimm. Das ist ein bisschen wie Kevin. Keine Ahnung, warum man den Namen so verunglimpft hat, aber geht's dir nicht gut? Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Autsch. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Ja, während Edna mit ihm ein wenig quatscht, werde ich was trinken. Kleinen Moment. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. So, da ist er wieder. Kurzer Schnitt musste sein, sorry. Irgendwie war mein Mikro stumm. Und das blieb auch stumm. Kann man als Vorteil sehen, muss man nicht. So, machen wir weiter. Wie gesagt, was ihr nicht gehört habt. Wenn die gute Edna so weitermacht, dann springt der noch aus dem Fenster. Wenn das irgendwie drin ist. Gut, wir haben oben auf dem Dachboden irgendwo mal eins aufgemacht, also. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Na, schauen wir mal. Kommt ein Mann zum Arzt? Kommt ein Mann zum Arzt? Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt?
Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Alter. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ja gut, dann gehen wir mal. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Ja, kann ich die, ja, kann ich. So, Lichtschalter, Neonschild. Was passiert, wenn ich den benutze? Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Okay. Barhocker Fass. Ja. Regal. Was haben wir denn da Feines? Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Was nehmen? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Du bist deine eigene Beschäftigungstherapie, Edna. Papier hätte ich gern. Nein, danke. Ja, wenn ich die haben will, sagst du bestimmt nie. Nö, juckt die nicht. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Oh, Entschuldigung. Dann, ja. Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Vielleicht, weil er ein Bienenkostüm anhat? Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Ich bin Edna. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Okay. Bekloppte unter sich. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschlift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Ha. Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Möglich. Ich meine, heutzutage hätte da wahrscheinlich nur ein Cosplay an, aber... Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Maja, Maja, wo bist du? Oh, Willi, halt die Schnauze, meine Fresse, kann nicht wahr sein. Was? Ich hab mich ablenken lassen, Entschuldigung. Gott, ich bin alt. Ja.